Und schwarze Magie, bitte. Zack, Steiner, mach mal einen Feuerangriff. Oh, das hat wehgetan. Steiner könnte natürlich auch, also mit seinen Magieattacken, richtig durchziehen. So, 13 und 2 APs, also im nächsten Level, das kostet uns schon viel mehr, ne? Also Level 6 kostet uns schon über 200 Experience. So, ich gehe mal kurz meine Troop heilen. Ich muss ehrlich auch gestehen, ich habe auch keine Ahnung, wie alle Abilities heißen. Also ich habe hier eine Liste in meinem Buch, was ich habe von Final Fantasy 9, was ich mir übrigens natürlich mitbestellt habe bei Amazon. Ich weiß, ich bin ein kleiner Cheater, aber ich möchte halt, wenn ich schon spiele, möchte ich halt auch alles wissen. Und deswegen auch das Buch. Und ja. Wir werden jetzt bis Level 10 leveln. Habe ich jetzt schon ungefähr 8 Mal gesagt. Und wir haben hier im Buch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Kapitel an Hinterhalt. Das geht mir auf die Nüsse. Was haben wir denn hier für Kapitel? Einmal haben wir Kapitel Monster, Gegenstände, Lösungen, Charaktere, so Spiels, Kartenspiel und Geheimnisse. Wir brauchen die Schwarzmagie von Vivi. Die wird uns jetzt erstmal verhelfen dazu, dass wir das gewinnen, das Ding. Bats! Und ja, in diesen 7 verschiedenen Kapiteln steht eigentlich alles, was man zu dem Spiel wissen sollte, was ich allerdings noch nicht alles weiß, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ist aber leider so. Ich finde es schade, dass sie dann schon 2 Level Vorsprung hat, fast. Und lässt sich aber bestimmt in Zukunft irgendwie ein bisschen aufklären. So, wir werden jetzt hier weitermachen. So, was könnte man denn noch sagen? Wie ist das ein Hinterhalt? Ich breche ab. Nee, es ist kein Hinterhalt. Vivi greift bitte an. Nein, Sidan kann uns klauen. Finde ich auch nicht schlecht. Sporn bitte nicht. Natürlich ist es ein Polster, was auch sonst. Und Sidan ist natürlich... Ey, Sidan ist not blind. Aber Vivi ist es. Fuck, das ist natürlich was ganz... Augentropfen bitte auf Vivi. Seine Schwarzmagie ist etwas essentieller als dein Dingster. Die braucht man natürlich etwas mehr. Und zack. Und über... Ach, nur 150, ist das schlecht. Vivi. Oh, Vivi. Ah, man muss halt so... Augentropfen auf ihn nochmal. Sidan geht klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Scheiße. Vivi macht nochmal einen Feuerangriff. Und unser Steiner ist jetzt auch wieder, sieht wieder alles. Dann hätten wir quasi alles erledigt, was wir danach erledigen wollten. Und Vivi macht nochmal 150 und das war's. Also dieses eine Monster bringt uns 15 EP. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir 2 von denen hätten. Pro Kampf immer. 13 EPs bringt uns. Das tut mir jetzt leid. Tontauben hat er gelernt. Finde ich gut. Können wir mal nachschauen, ob wir noch was anderes haben für ihn. Bin ich mir eigentlich sicher, dass wir nichts haben. Mal schauen. Tontauben waren hier. Haben wir noch was für ihn? Nein. Bronzerüstung. So, für Vivi haben wir... Blitz haben wir? Habe ich noch gar nicht gesehen. Haben wir noch irgendwas für Vivi, was wir noch lernen könnten? Nee, haben wir nicht. 20 haben wir schon. Finde ich super. Tontauben, was hat denn das nochmal gemacht? Achso, genau, das war der Schaden, die Erhöhung für, des Schadens für Fluggegner. Genau, I remember. Very well. Wir werden einen dritten Part einsetzen müssen, leider. Tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid. Das ist echt schade. Aber das ist leider notwendig. So, morgen geht bei mir wieder die Schule los. Beziehungsweise sie geht weiter. Wir waren in... Also wer es noch nicht weiß, ich hole mein Abitur halt zurzeit nach.
Und ich bin in München an der Potschi-Straße ein der Wirtschaftsfoss. Und wir haben morgen unseren ersten Schultag wieder nach 3 Wochen Praktikum. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie es wird. Letztes Mal war es halt so, wo wir in die Schule gekommen sind, das erste Mal nach 3 Wochen Praktikum, da hat man noch nicht sowas von uns erwartet, weil, naja, da hatten wir halt noch keinen Stoff. Und wir hatten halt direkt im ersten Schuljahr, also unsere erste Schulphase war direkt quasi diese Praktikumsphase. Und nach der Praktikumsphase hat man halt nichts von uns erwartet, weil wir eh keinen Stoff hatten und so. Und da war das alles noch ganz lässig. Aber jetzt hatten wir halt in den 3 Wochen so ein bisschen was zu lernen, was halt wichtig ist, weil wenn wir jetzt so wie morgen jetzt in die Schule kommen, dann wird einfach weitergearbeitet. Da wird gar nicht erwartet, dass wir irgendwie, sondern das ist halt, geht halt direkt los bei uns mit dem Stoff weiter. Und wer halt nicht gelernt hat in der Zwischenzeit, der versagt halt ganz, ganz einfach. Ist leider so. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das so wird bei uns in der Klasse. Wie viele werden versagen? Wie viele werden vorbereitet sein? Ich glaube, die wenigsten werden das sein, wenn ich ehrlich bin. Weil, so wie die Klasse aussieht, die sieht nicht so aus, als ob die wirklich Bock hätte zu lernen. Finde ich zwar echt schade, weil die Leute da drin ganz cool sind und so. Aber irgendwie sieht es nicht so aus, als ob die Leute da drin Bock hätten, irgendwie groß zu lernen. Schade eigentlich. Aber ich bin gespannt, ob morgen unsere BWR-Lehrerin die Krise kriegt. Einen Hinterhalt. Oder ob ich vielleicht überrascht werde von meinen Klassenkameraden. Kann ja passieren, also. Wer weiß. Vielleicht werde ich ja überrascht und es sieht gut aus. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe es zumindest. Das wäre echt schade, wenn nicht. Oh, Potion, das ist natürlich ganz was Feines. Wäre echt schön. Aber ich habe leider nicht die Befürchtung, dass das funktionieren wird. 91 hat es genützt. Ich habe leider nicht die Befürchtung. Ja, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wo ich im Praktikum bin. Ich bin bei einem Online, also Webentwicklung und so. Macht Webseiten für seine Firma. Und zurzeit ist er dabei, wegen der Jobbörse und Studiengangssuche ein bisschen was online zu stellen. Und der ist nur in der Gründungsphase mit seiner Firma und ich finde es richtig toll, da zuzuschauen, wie das so abläuft alles. Also wenn so eine junge Firma ist, wenn man also quasi noch auf eigenen Beinen stehen, also auf eigenen Beinen stehen muss, obwohl man eigentlich die finanziell, dass man, obwohl man sich da noch nicht so abgesichert hat, finde ich toll. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde das schon extrem riskant. Das ist schon extrem riskant, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es zwar toll, dass sich manche Menschen da so quasi einsetzen für, um selbstständig zu werden und quasi eigener Chef sein wollen und so. Aber das ist schon, wenn ich mir das überlege, man muss ja 25.000 Euro haben, Startkapital. Viele benutzen, müssen sich ein Darlehen holen, also einen Kredit von der Bank und fangen damit halt an und müssen halt irgendwann zurückbezahlen. Aber was passiert, wenn das alles floppt? Das ist so der Gedanke, den ich die ganze Zeit habe, wenn ich irgendwie über meine Arbeit nachdenke, weil eine Firma gründen ist, geht schnell, ne? Das ist halt schnell gemacht. Aber wirklich aus der Firma etwas machen, das ist schwer. Das ist echt schwer. Da muss man schon echt was drauf haben oder irgendwie Glück haben mit seiner Person, wie man so ist, um irgendwie groß zu werden, oder man muss einfach das perfekte Produkt besitzen, was wirklich jeder braucht und haben will. Und das macht's schwer, finde ich. Das ist wirklich krass hart. Das ist wirklich brutal. Und deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn ich sowas höre: selbstständig, eigener Chef. Vor allem, mein Chef ist nicht alt. Der ist 30. Der ist 30 Jahre alt und ist schon selbstständig und
extrem jung. Das ist schon extrem jung. Muss ich schon sagen. Kaum, also, das ist schon... Weiß ich nicht. Das könnte ein gewaltiger Griff ins Klo gewesen sein. Ich meine, Studium fertig gemacht, bis zum Diplom oder so. Vordiplom, Entschuldigung. Eigentlich ein toller Werdegang bis jetzt. Aber, ich weiß es nicht. Nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid. Ich selber will ja auch studieren, Game Engineering. Und ehrlich gesagt will ich das nur dann studieren, wenn ich auch ein gescheites Abitur habe dafür, ne? Sonst komme ich ja eh nicht rein hier in München, an der TU. Und dafür muss ich ja die 13. noch machen. Das ist ein bisschen blöd, weil das früher von der FH, also es gab es an der FH. Und das wurde halt auf in die TU übertragen, aber wie dem auch sein soll. Also ich würde halt, wenn ich studiere, würde ich halt erstmal in einer Firma anfangen, wo man irgendwie ja überhaupt erstmal einen Einstieg findet ins Berufsleben, finde ich. Also das ist schon wichtig eigentlich. Aber nicht direkt irgendwie getroffen, oder? Ja. Nicht irgendwie direkt mit der Tür, mit dem Kopf durch die Wand oder die Tür ins Haus fallen lassen oder so. Und direkt selbstständig, das ist doch... Das ist schon... Weiß ich nicht, ist schon... extremely gefährlich. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt daran denke, es klingt zwar blöd, aber... Ich würde abraten davon. Ehrlich, also... Naja, so viel zum Thema Praktikum und Selbstständigkeit und so. Also muss man schon skeptisch sein, da muss man schon sehr von sich überzeugt sein, muss man schon eine absolut optimale Idee haben. Und ja, das ist so etwas, da braucht ein Mann wirklich Eier für und eine Frau halt Eierstöcke. Muss man halt sagen, so wie es ist. Und das haben nicht viele. Die sich trauen, viele von denen gehen unter. Ist leider so. Muss man leider sagen. Viele von denen gehen einfach unter. Eiskalt auch. Und das finde ich ist schon schade, wenn man sich das überlegt. Steckt viel Potenzial in vielen Firmen. Wirklich also. Aber das wird oft nicht ausgeschöpft, weil das geht den meisten nur darum, wie macht man am schnellsten so früh wie möglich Geld. Das ist ohne Scheiß so. Viele denken so. Und wenn ich jetzt meinen Chef anschaue, der denkt nicht so. Deswegen bin ich da bei dem so im Zwiespalt. Der ist zwar jung, unerfahren beruflich, also so im großen Berufen, halt so Nebenjobs hat er ja viele gemacht, meinte er und alles. Und aber in diesen großen Berufen ist er noch so unerfahren. Er ist jung, direkt selbstständig geworden. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich, aber er hat einen guten Ansatz, einen richtig guten. Er will den Leuten Nutzen bringen mit seinen Sachen. Er möchte nicht irgendwie, er denkt nicht nur ans Geld, sondern er möchte echten Nutzen bringen. Und das finde ich top. Wirklich, also sowas gibt's nicht oft. Und ja, solche Leute könnten es dann auch wirklich schaffen. Und ihm würde ich es echt gönnen, das ist echt ein toller Mann. Und setzt sich auch echt ein dafür, dass das wirklich Nutzen bringt und alles. Und ich werde, sobald die Seite von ihm online ist, werde ich die hier posten. Und für all diejenigen von euch, die einen Studiengang suchen oder Jobs oder Ausbildungen oder so, ich werde es euch hier hin posten. Aber bevor wir jetzt weitermachen, habe ich gerade auf die Uhr geguckt. Es ist Zeit für einen Cut, meine Friends. Wir sehen uns beim nächsten Mal.